Wow, da kommen schon die ersten. Genau. Oder der erste. Wow! Das musste ja passieren, Alter. Leck mich doch am Arsch. Hallihallo, ich bin's mal wieder, euer Knosti. Willkommen zurück auf dem Austrian Own Kanal. Gleich dazu mehr, warum wieder Austrian Own, bla bla bla. Wir spielen heute Black Ops 1 Zombie Mode Einzelspieler. Auch verrückt, habe ich mir gedacht. Und ich muss euch gestehen, Leute, das ist hier nicht mein erster Versuch heute. Ich habe gerade eben schon probiert aufzunehmen. Und da ich nur bis Runde 4 gekommen bin, habe ich mir gedacht, das muss besser gehen. Ich bin beim Strom irgendwie durch einen Double Down gegangen, weil ich habe, also ich war daneben geneift beim Zombie, bin zurückgegangen, habe keinen Hit irgendwie kassiert gehabt, plötzlich bin ich down. Also ich weiß nicht, was da los war. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, beginnt's nochmal, das waren eh nur 6 Minuten Aufnahme. Und dafür zerstören wir hier die Fenster, weil wir herumragen ohne Ende. Kann ich euch ein bisschen mehr erzählen? Ich habe vorher eh einiges vergessen. Oh, das habe ich vergessen vorzukaufen. Genau, Wiederbelebung. Dann hätte ich ja länger ausgehalten. Mist, genau so muss das sein. Ah ja, genau. Okay, gleich mal, warum heute wieder Austrian Own von mir. Von mir habt ihr auch schon, also abgesehen von dem Duel mit Fizi, länger nichts mehr gehört, also Einzel. Und ich habe mir gedacht, gut, ich habe jetzt wieder richtig Bock auf YouTube, ich habe jetzt Bock, euch wieder zu unterhalten, auch auf meinem Kanal, habe ich wieder die Motivation gefasst. Und da Austrian Own ja eigentlich ursprünglich ein Projekt von mir war, habe ich mir gedacht, ich muss es auch weiterführen, denn wir müssen die österreichische Community einfach stärken. Ja, und wir haben jetzt auch viel vor in nächster Zeit mit dem Kanal, wir wollen jetzt alle wieder regelmäßig was uploaden, ich weiß, den Versprechen haben wir schon öfters gemacht. Aber wir haben jetzt eigentlich alle relativ Zeit, bis der Phantom nicht zum Herr müssen. Der Benji arbeitet halt und ja, und der Robert, keine Ahnung was der macht, der ist arbeitslos. ja, und heute haben wir den 13.8., wo das hier hochgeladen wird. 2 Tage nach dem Halo-Commentary von Benji, fand ich cool. Obwohl David Wonderhahn nicht der Community-Chef ist, sondern der Game-Chef-Designer oder so. Und der ist halt immer in den Trailern, weil er immer alles erklärt, deswegen wird auf ihm herumgehackt. Ne? Nur so zu kleinen Info. Aber hä, vorher war ich doch in einem anderen Raum. Ah, vorher war ich da drüben. Denke ich mir. Deswegen konnte ich vorher kein Ding nehmen. Kein hier das, ja. Aber dafür kann ich jetzt die MP40 nachher nicht holen. Was auch wieder doof ist. So. Ja, also was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, heute ist der 5., heute ist der 13. Und es wird in verschiedene Parts hochgeladen einfach, solange es halt dauert. Hoffentlich nicht wieder nur 6 Minuten. Und ich habe noch was Wichtiges zu sagen, denn in 2 Tagen, nämlich am... Hoppala, machen wir mal auf. In 2 Tagen am... Was ist das? Am 15. Was ist denn das? Am 15. August, genau, wird von uns eine Kommentatorenrunde aufgenommen werden, das heißt am 16. wird es hochkommen, nämlich über den neuen Call of Duty Ghosts Multiplayer Trailer, über die ersten Gameplay-Ausschnitte, werden wir reden über die Next Generation von COD, vielleicht auch irgendwas über Battlefield 4, dass es euch halt interessiert, könnt ihr auch hier unter das Video mal so ein bisschen was schreiben, was euch interessiert, was uns interessiert, genau, war das jetzt alles Deutsch, ich glaube schon, und ich glaube, das wird ganz, ganz interessant dazu zu hören, weil die erste Kommentatorenrunde, die wir vor Ewigkeiten gemacht haben, ist ja schon lange, lange her, die ist ja richtig gut eingekommen und wir haben uns einfach gedacht, wir setzen uns wieder zusammen, machen sowas, um den Neustart von Austrian Own wieder zu feiern. Wo geht's denn hier lang? Und ich habe mir heute verrückt, also Black Ops 1 ausgesucht, denn man hat verrückt nicht so oft gesehen. Finde ich. Also auf meinem Kanal habe ich es einmal hergezeigt. Was ist das hier? Ah, die Thompson. Cool, nehme ich mit. Habe ich nur einmal hergezeigt, habe ich es mit dem Safestep kurz gezockt, was ja auch für Black Ops 1 rauskommt. Es ist ja ursprünglich eine World at War Map. Genau. So. Down mit euch hier. Und damals hat es halt diese Zweite Weltkriegswaffen gegeben. Thompson war eigentlich meine Lieblingswaffe im ganzen COD. Also im World at War COD. Die ist richtig abgegangen, vor allem mit Trommelmagazin. Hier habe ich sie nur mit 20 Schuss, also. Aber die ist trotzdem richtig cool. Ich meine, die MP40 war ein bisschen stärker. Aber die habe ich. Also, die habe ich schon viel gezockt, aber am Anfang eigentlich die MP100. Oder die Typ 100 im Englischen. Dann die MP40 und am Schluss bin ich zur Thompson gekommen und die zocke ich auch jetzt noch ab und zu, falls ich das Spiel einlege.
wie gesagt, in Black Ops 1, in, also in Black Ops 1, nicht, nee, nicht in Black Ops 1, sondern in World at War. Hoppla, jetzt habe ich dagegen gehaut, gegen mein Mikrofon. Hier ist noch der letzte, dann haben wir den Schädel ab. Und jetzt bin ich sogar schneller in Runde 4 als vorher. Na supi. Vorher habe ich ein bisschen mehr Zombie-Tipps gegeben, glaube ich. Aber wie gesagt, falls ihr Zombies mehr sehen wollt, dann lasst einfach einen Daumen da oder so. Oder schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Denn normale Kommentare können wir natürlich auch wieder alle bringen. Aber diese Standard-Kommentare, also Mensch, Leute, ne, da haben wir schon genug. Da oben ist wieder die Trench, kann ich mal an. Genau. Hier geht's nicht auf. Hier kann man sich schön hinlegen, falls man tot werden will. Und das ist von Transit. Nein, Spaß. Aber hey, cool, da kann man eine Falle machen. Hier, diese Maschine erinnert mich an Transit. Und ich hoffe, wir gehen jetzt hier weiter. Was ist das für eine Waffe? Die Bar. Plus was? Plus zwei, wenn ich habe es gelesen, Zwiebeln. Naja. Eine Bar plus Zwiebeln wäre ja auch was Feines. Schön bekannt. Wow! Fuck, 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 fuck. Sorry, sorry, Leute, dass ich jetzt irgendwie so leise bin, aber das ist jetzt auch ärger, als ich gedacht habe. Fuck, also da sollte man sich irgendwie nicht reinhauen. Wir gehen jetzt lieber weiter zum Strom. Machen wir den Strom an, was ist das hier? Molotov-Cocktails? Nein, S-Mine. So, was ist das hier? Abgesägte Schrotflinte. Ah ja, die hat sie im Multiplayer auch gegeben, die war richtig scheiße. Hä, wo bin ich hier? Lol. Also das ist elektrischer Betriebsraum. Gehen wir da mal hin. Machen den Strom an. Und jetzt habe ich keine Kohle mehr. Nein. Nein. Fuck. Jetzt kann ich nicht hier verfliehen. Verfliehen, genau. Jetzt holen wir uns mal Chaga, okay? Also wir machen das jetzt so. Fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht gerade gut, was wir tun. Allein im Raum eingesperrt. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Solange da von da unten keine Zombies kommen. Ah, die kommen schon. Habe ich mir schon gedacht, ne, dass das voll passiert. Aufmachen! Und hier stehen wir unter Wasser. Können wir uns berieseln lassen, damit der Bildschirm verschwimmt. Coole visuelle Effects halt hat damals auch schon in World at War gegeben. Die Grafik hat sich ja nicht groß verändert. Ne? Aber das wissen wir alle. Hören wir auf COD herumzuhacken. Nein! Ich bin gefangen. Oh. Das wäre es ja gewesen. Wieder Runde. Na, Runde 5 wäre das jetzt. Hier. Was ist das hier? Doppelfeuer, Malzbier, MP40. Oh, und ich habe natürlich nicht genug Geld. Wer hätte gedacht? Habe ich? Ah, genau. Machen wir ein paar Punkte. Wir bekommen der pro Schuss 10 Punkte. Und das macht Adam Riese. Nach Adam Riese macht das pro Schuss 10 Punkte, genau. Und wenn wir dann alle 80 Schuss drauf haben, dann haben wir 800 Schuss. Genau. Und wir gehen jetzt einfach in die andere Richtung wieder. So, jetzt haben wir wieder. Ich brauche meine 2500 Punkte. Also, das brauche ich. Und wenn hinten mehrere hintereinander stehen, bekommen wir natürlich mehr Punkte. Ist ja logisch, weil sie dann mehr Hitmarker geben. Genau. Da bekomme ich jetzt viele Punkte, Alter. Halt, stopp! Halt, stopp, habe ich gesagt. Jetzt macht er halt Stopp. So, jetzt schauen wir mal, wie viel die Tür da unten kostet. Was ist das hier? Ah ja, Eselstritt. Genau, das Perk hat es ja jetzt überall gegeben. Bei allen Black Ops 1 Maps. So. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das denn hier? Wo ist das? Wo ist das? Chaganok. 2500, genau. Ah, diese hat sich jetzt automatisch geöffnet, diese Tür. Finde ich cool. Ja, ich brauche jetzt hier mal ein paar Zombies. Hier schieße ich ihnen in den... Also im Kopf, glaube ich, bekomme ich die meisten Punkte. Ja. Ja. So, hallo, Zombie. Also, was machen wir jetzt? Wie machen wir das jetzt am klügsten? Ich kann hier nirgends Rape Trains laufen. Ich glaube, wir beginnen hier im Stratraum. Ich bin auch ziemlich unerfahren im Map. Ich habe sie, wie gesagt, erst einmal gezockt. Habe ich schon gesagt? Keine Ahnung. Ja, ich werde hier im Startraum beginnen. Werde hier irgendwo warten. Wenn es klappt, ne?
Das klappt fix nicht. Alter, ich habe jetzt schon Angst. So. Wow, da kommen schon die Ersten. Genau. Oder der Erste. Wow! Das musste ja passieren, Alter. Leck mich doch am Arsch. Das ist so klar. Es ist so klar, ich leck... irgendeine Scheiße, Alter. Oh, jetzt müssen wir schon mal unser zweites Quick Wrap verschwenden. Leck mir doch die Eier. Oh, das geht mir jetzt richtig am Arsch. Fick dich, Zombie Mode. Das war auch wieder so ein behinderter Scheiß. Double Hit. Wo komme ich da wieder raus? So, jetzt gehen wir weiter. Hoffentlich kommen uns da keine Zombies entgegen. Zombies entgegen, Zombies entgegen. Nein, uns kommen keine Zombies entgegen, entgegen. Aber wir sollten hier mal hingehen. Ich habe jetzt echt keinen Plan, ne? Wo man hier. Man kann nirgends Rape Chance laufen, das ist das große Problem an der Map. Aber man könnte hier so alles sammeln und nachher so. Fium, fium. Ja, das könnte man schon machen.